Willkommen zum heutigen Programm. Zunächst ist es vor allem während der Meditation, dass wir mit unserem inneren Raum des Bewusstseins in Kontakt kommen. Dann mit der Zeit entdecken wir, dass unser alltägliches Leben uns mehrere und verschiedene Zugangspunkte zu unserem inneren Raum bietet. Fast immer sind es Gelegenheiten, die unser bewusstes Erkennen, unsere Aufmerksamkeit und unsere Wahl erfordern. Andere Male sind es einfach Geschenke, die das Leben uns macht. Vor ein paar Jahren, als ich einem hingebungsvollen Gesang lauschte, wurde ich von so viel Schönheit tief berührt, dass ich für ein paar Momente einen Zustand reinen Seins erleben konnte, jenseits der üblichen Dualität der Erfahrung, einfach nur reines Sein. Ein Geschenk, das nur ein paar Augenblicke dauerte, aber von großer Schönheit war. In unserem Alltag können wir immer viele Berührungspunkte mit diesem inneren Raum finden. Wir haben bereits gesehen, wie selbst gestörte Emotionen uns die Möglichkeit bieten, uns durch die Aufmerksamkeit auf ihre Energie mit unserer Shakti, unserer Lebensenergie zu verbinden. Auf diese Weise können wir uns mit unserem reinen Bewusstsein, unserem inneren Raum verbinden. Aber auch viele kleine Erfahrungen können uns diese Möglichkeit der inneren Verbindung bieten. Eine gute Spaghetti-Soße mit Tomaten zum Beispiel, oder der bezaubernde Geschmack von Spaghetti mit Knoblauchöl und Chili kann uns diese Möglichkeit geben, uns mit unserem inneren Raum zu verbinden. Die Erfahrung von tiefer Zufriedenheit ist der Duft des Seins. Es ist Yoga in unserem täglichen Leben und gibt uns täglich mehrere Möglichkeiten, uns mit innerer Freude, innerem Raum und Bewusstsein zu verbinden. Unser Leben, unabhängig davon, ob wir schwierige Situationen erleben oder nicht, bietet uns als Geschenk die Möglichkeit, uns mit unserem inneren Raum zu verbinden, um Freude und Liebe zu erfahren. Es müssen keine überwältigenden Erfahrungen sein. Nur schon ein zarter Duft von Freude und Liebe haben ihre eigene Kostbarkeit. Wir haben fast immer die Möglichkeit, uns mit unserem inneren Raum zu verbinden, indem wir auf den Atem achten und uns mit unserer inneren Freude verbinden. Und das ohne ein äußeres Motiv. Heute möchte ich als Vormeditationsübung eine Visualisierung verwenden, die ich von Sally Kempton gehört hatte. Visualisiere ein menschliches Gesicht von jemandem, den du liebst und bewunderst. Sollte dir eine solche Visualisierung schwerfallen, dann suche nach einem Foto dieser Person. Wenn selbst das im Moment nicht möglich ist, dann richte deine Aufmerksamkeit auf das Gefühl, das du für diese Person findest. Wenn du kein menschliches Gesicht finden kannst, das dir passt, dann kannst du etwas anderes wählen, das ein Ausdruck von Schönheit ist, zum Beispiel eine Blume oder ein Kunstwerk. In dieser Übung wechseln wir unseren Fokus auf das gewählte Thema,
mit der Konzentration auf die Mitte der Stirn, zwischen den Augenbrauen, wo sich das Ajna Chakra befindet. Dieser Punkt auf der Mitte der Stirn, zwischen den Augenbrauen, ist die grafische Darstellung, aber die Wahrnehmung kann auf diesem Punkt zwischen den Augenbrauen liegen oder auch in der Mitte unseres Kopfes. Die Übung funktioniert also wie folgt. Du richtest deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Lege mit der Inspiration die Aufmerksamkeit auf das Ajna Chakra, diesen Punkt zwischen den Augenbrauen oder in der Mitte deines Kopfes. Lege mit der Ausatmung die Aufmerksamkeit auf das Thema, das du gewählt hast. Du kannst dies mit offenen oder geschlossenen Augen tun. Wir können diese Übung als Vorstufe zu unserer kurzen Meditation machen. Solltest du sie jedoch als zu schwierig empfinden, dann halte deine Aufmerksamkeit einfach auf den Atem gerichtet, wie wir es normalerweise tun. Lass uns beginnen. Richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Lege mit der Einatmung die Aufmerksamkeit auf das Ajna Chakra. Lege mit der Ausatmung die Aufmerksamkeit auf dein Thema. Mache diese Übung so lange, wie sie dir gefällt. Und wechsle dann zur stillen Meditation mit einfacher Aufmerksamkeit auf den Atem. Ich wünsche dir eine gute Meditation.